Meine Zeit steht in deinen Händen. Eine Erfahrung aus diesem fast vergangenen Jahr unter den besonderen Umständen ist, dass die Zeit anders vergangen ist, als wir es bisher kannten. Schneller oder langsamer, drängender oder gemächlicher, mit mehr Freiraum oder auch mit mehr Druck. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich glaube, dass Gott meine Zeit, unsere Zeit in seinen Händen hält. Dass jeder Tag, jede Stunde ein Geschenk aus Gottes Händen ist. Unsere Zeit ist kostbar. Lass uns hören, was der Prediger Salomo über die Zeit schreibt. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Ein jegliches hat seine Zeit. Die Zeit ist anders vergangen, auch hier an unseren drei Standorten in der Mitte Berlins, an der Parochialkirche, an der St. Marienkirche und am House of One. Vieles, was geplant war, war nicht möglich. Dafür sind neue kreative Lösungen entstanden und es wurden neue Formate des Betens, des Lernens, des Miteinanderseins ausprobiert. Wir danken euch für die gemeinsame Zeit in diesem Jahr, für eure Verbundenheit, eure Spenden und Kollekten, eure Kirchensteuern, eure Gebete. Alles hat seine Zeit und unsere Zeit hält Gott in seinen Händen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Altjahrestag blicken wir zurück auf das fast vergangene Jahr und wir stehen an der Schwelle zu einem neuen, unbekannten Jahr. Lasst uns gemeinsam hineingehen voller Zuversicht und voller Hoffnung, dass Gott mit uns ist. Gottes Segen begleite euch.